Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil Trigon zwischen Venus und Pluto vom 6. Mai 2021. Ich möchte mich nochmal ganz herzlichst für eure wundervollen und liebevollen Kommentare bedanken, auch in Richtung Steve und anderen, welche gesundheitlich sozusagen auf dem Weg der Besserung sind, dass wir so schön zusammenhalten und dass wir auch uns gegenseitig mental wirklich gut helfen. Ich kann mich noch gut erinnern, weil bei uns in Österreich ist es ja gesetzlich verboten, dass jemand, der nicht Arzt ist, das Wort heilen verwendet. Und so durfte ich halt per Fernenergie zum Beispiel Gehirntumore schrumpfen, helfen, wenn ich es mal so euphemistisch ausdrücken darf. Es funktioniert. Und der behandelnde Primararzt war über die Maßen verwundert, hat das Röntgenbild immer wieder gegen's Licht gehalten, Kopf geschüttelt, hat gesagt, das gibt's nicht und so weiter und so weiter. Aber natürlich, Wunder existieren, aber darüber möchte ich dann im sechsten Teil ein wenig mehr sprechen. Zunächst einmal, was fällt uns an dieser gespannten Geschichte auf? Weil üblicherweise ist ja Venus, Pluto sollte ja irgendwie was Positives sein wegen des Trigones. Naja, ich sehe das ein wenig differenziert, weil wir die Venus als sehr stark gestellte Herrscherin des 10. Hauses haben. Also das heißt, das ist Stazifantia Demona herself. Ja, also ich versuche, meinen Einfluss geltend zu machen im Sinne meiner Auftraggeber. Ja, wir wissen, du hast Auftraggeber, die haben dir gesagt, du sollst sozusagen unser Land, die Wirtschaft, die Bevölkerung an die Wand fahren und du hast das bisher vorbildlich gemacht. Die Medien haben alle schön brav mitgearbeitet, nur leider haben wir hier halt die Fingerabdrücke im Horoskop leicht zu erkennen. Denn wer ist Pluto? Pluto ist der zweite Herrscher des Skorpiones neben Mars und das steht einmal für einen Teil der Bevölkerung. Ich kann aus dem hier ablesen, wir haben hier 30%, 30%, circa 30% oder genauer genommen 33,3 periodisch, weil wir eben hier Spitze viertes Haus im Skorpion haben und den Jupiter eingeschlossen haben. Interessant bei dieser Dreiteilung ist, dass der Jupiter am auffälligsten ist. Ja? Also das heißt, es gibt in der Bevölkerung eine Gruppe mit großem Wissen. Sind wir. Das sind unsere Leute. Ja? Und das dürften mittlerweile schon knapp 30% sein. Also die spirituell kritische Masse von 2% ist um ein Vielfaches überschritten worden. Klingt schon fast wie das 16-fache. Und die machen sich hier auf der Hauptachse wohltuend bemerkbar. Nicht ganz so gut geht es unseren Mitmenschen im 5. Haus, Spitze 5 bereits im Steinbock. Sehr wichtige Information, weil der Herrscher des 5. Hauses, der Saturn, im 6. Haus steht. Und daraus ergeben sich natürlich jetzt einige Zusammenhänge, die man jetzt ein bisschen großzügig astrologisch interpretieren kann. Darüber mehr im dritten Teil. Ende.